Hi Freunde und willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen ein bisschen Helden vs. Schurken. Es gibt neue Infos zu Star Wars Battlefront 2. Es wird sich jetzt einiges hier im Januar tun. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wir schauen mal, wie das so läuft. So eine Affen, gleich zu dritt. Und zwar uns erwarten neue Klonskins, die 41. die 91. die 104. und die 327. Oder ich glaube, die haben wir sogar schon. Dann bekommen wir ein Emote Wheel. Das Ganze kennt ihr vielleicht schon aus Fortnite oder Black Ops 4, je nachdem, wer diese Spiele spielt. Haben den Kimba, den Obi-Wan. Ach, Grievous. Du sagst, wo willst du denn hin, ey, und rennst gegen die Wand. Die Steuerung ist auch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Mann. Ja, da werden dann halt die ganzen Emotes drin sein und Count Dooku erwarten wir, wie gesagt, jetzt. Ich schätze mal, das wird der 23. Januar sein. Die großen Updates kamen immer so um die Zeit rum. Boah, das geht gar nicht. Ich muss hier mal Steuerung. So. Ja, schon besser. Und dazu blende ich euch dann jetzt im Laufe des Videos dann auch nochmal Informationen ein. Boah, bin ich raus aus dem Spiel. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, ich war auch krank. Das neue Jahr ist nicht gerade gut gestartet für mich. Muss ich zugeben. Und ich glaube, ich muss mich... Ja, jetzt haben wir ihn endlich. Und ich glaube, ich muss mich mit den Charakteren auch noch mal ein bisschen mehr einspielen. Auch mit den neuen Helden. Mit Obi-Wan komme ich eigentlich so ganz gut zurecht. Ja, Grievous. Da braucht es noch ein bisschen Handhabung. Weil ein Kill und ein paar Asses, das ist eigentlich nicht. Oh Mann, Alter. So was ist doch echt zum Kotzen. Ah, ihr blöden Hunde, Alter. Die können immer nur zu zweit auf einen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich zurzeit auch nicht mehr so gerne Helden vs. Schurken spiele. Erstens das. Zweitens, du hast immer irgendeinen Lutscher, der dann abhaut, der über die ganze Map rennt und sich irgendwo oben auf den Dächern versteckt, weil der Lappen einfach nichts geschissen kriegt. Ja. Eine schnelle Runde, wenn ich ehrlich bin, auch eine Runde, die mir auf den Geist geht. Ja, gut. Fast aufgelevelt. Ja, und Count Dooku wird auch so um den Dreh wie General Grievous oder Obi-Wan kosten, auch an die 40.000 Credits. Kommt dann auch gleich noch ein Skin mit zu. Dazu habe ich leider keine Infos zurzeit. Leider wurde noch nichts preisgegeben bzw. veröffentlicht oder geleakt. Da halte ich aber dann mal weiter die Augen auf. Und ich denke, ja, da wird sich dann auch schon noch was ergeben.
andere Thematik. So von Black Ops 4 bin ich relativ enttäuscht. Das Spiel ist eigentlich fast unspielbar. Auf den Grund, dass da tausende von Schwitzern rumrennen und das nimmt einen drastisch den Spielspaß. Das macht gar keinen Bock mehr. Also ich verliere da immer wieder die Lust dran. Ich spiele eine Runde und dann war es das, auch wenn ich Video aufnehmen wollte. Es ist nichts möglich. Und das mit dem Streaming, mit den Inhalten, ich finde es eigentlich beschissen. Ich hätte das gerne so gehabt wie damals bei Black Ops 2. Du bekommst die DLCs an DLC-Waffen, je nachdem, wenn du dann den Black Ops Pass hast oder halt den DLC-Pass. Ja, das fand ich wesentlich besser und Blackout spiele ich nicht so. Halte ich auch nicht viel von. Bei Fortnite ging mir schon relativ auf die Eier. Hey, so ein dummer Hurensohn. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt mal rausschießen. Der Sack einfach von hinten kam. Ich glaube wirklich, ich bleibe nur bei galaktischen Angriff. Oder allgemeinen Angriff. Ihr seid mehr Maschine als Mensch. Hey Mann, Alter, ihr seid doch so eine dreckigen Pisser. Immer von hinten und dann zu zweit, Alter. Scheiß Lackaffen, Mann. Dumme Spastis, echt. Ja, wieder zu zweit, Alter. Das macht doch gar keinen Bock mit so einem Hurensohn. Da ist man doch nur im Rage, Alter. Bei so einem Arschgesicht dann. Wie ich sehe, habt ihr mich vermisst. Müsst ihr das schon wieder machen? Oh, jetzt reicht's. Ey, ja klar. Ob die Hackfresse mich besiegt, Mann. Boah, Alter, ich komme aus dem Rage gar nicht mehr raus, weil es mich mittlerweile gerade sowas von ankotzt. Ich liebe dieses Spiel über alles, aber das ist unmöglich. Ja, sicher. Ey, seht ihr, was ich meine, Alter? Meint ihr, ich hab mal einen fucking Kill, Alter? Ich hab gar nichts, Alter. Ich hab's, weil die Wichser zu zweit oder zu dritt auf einen losgehen. Ich hasse so eine Player, Mann. Ohne Scheiß. So ist einfach nur asozial. Ja klar, deine Mutter ist wertlos, Junge. Ja gut, das war jetzt mein Fehler, dass ich da runter bin. Aber ey, Mann. Ja, was soll man machen? Überall, egal in welchem Spiel, gibt es so eine Assis, Alter, die nicht Fairplay spielen. Ah.
campt da nur unten rum, ihr dreckigen Lackaffen, Mann. Sorry, Guys, Alter, das... Nee. Ich wollte eigentlich skippen, aber dann habe ich so an die Erfahrungspunkte gedacht. Und für die Aufnahme wäre es eigentlich auch kacke gewesen. Hier muss doch mal was echt zu machen sein, Mann. General, wir dürfen uns hier nicht mehr treffen. Haha, die Lappen kommen nicht hoch. Ey, Mann. Ey, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Ich bringe die Tage nochmal ein Star Wars Video für euch raus. Diesmal hoffentlich mit besserer Laune und besserer Lobby. Weil ihr habt gesehen, was das für ein Rotz war, Alter. Die haben zu viert da unten rumgekämpft und haben sich gegenseitig die Eier gekrault. Sowas sind richtige Muschis in einem Spiel, Alter. Das geht gar nicht. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. An der Stelle bin ich raus und wir sehen uns. Haut rein.